Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, und Düsterwacht wird bedroht durch zwei ganz gute Einheiten. Ich bin mir nicht sicher, was wir hier tun können, um ihnen zu helfen. Wir können auf jeden Fall diese frische Gatlin in Richtung Düsterwacht bringen. Die können wir auch noch aufleveln, aber im Moment, ich bin noch nicht ganz genau sicher, wie wir sie am besten einsetzen werden. So. Ja, hier wollte ich nicht angreifen. Unsere Kanone ist hier so ein bisschen doof in Stellung. Vielleicht geben wir mal hier... Sie kann von hier aus nicht schießen. Vielleicht gehen wir auf den Berg. Da steht es vielleicht besser. So, und mit den Musketieren gehe ich jetzt entweder... Ich will nicht angreifen, weil... Entweder gehe ich hier auch auf den Berg oder hier runter. Vielleicht machen wir das mal so. Wir gehen hier runter. Wir können uns da einigermaßen gut verteidigen. Mit den Armbrustschützen gehe ich, glaube ich, über den Fluss. Oder in Richtung von Sun Tzu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da können wir auch nicht mehr angreifen. Über dem Fluss stehen wir ein bisschen besser. Ach, das ist knifflig. Ich glaube, ich gehe lieber über den Fluss, um dann möglichst schnell in Düsterwacht zu sein. Vielleicht können wir ja wirklich noch rechtzeitig da sein. So, haben wir hier wirklich alles gemacht mit der Kanone? Hatten wir da schon den... Ach, wir konnten ja nicht. Aber vorrücken will ich auch nicht. So. Na gut, dann gucken wir hier, welche Einheiten Befehle benötigen. Ja, hier genau. Hier machen wir weiter. So, den können wir komplett erledigen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt auch tun. Wir nehmen Rache an unseren Kameraden. Da fliegen sie hin, die Elefanten. So, wir können hier gehen, die behaken, aber ich glaube, wir gehen mal hier Richtung Elefanten noch weiter. Auch wenn wir sie nicht ganz erledigen. Unser Guderian müsste seine Boni verteilen. Hier wollen sie tatsächlich durchstoßen, das werden wir verhindern, indem wir hier auch nördlich ziehen. Mal gucken, haben wir noch Einheiten vergessen? Guderian. Ja, wie gesagt, er soll erstmal da bleiben. Das heißt, es geht schon wieder in die nächste Runde. Oh Mann. Mal sehen, wie das hier wird. Gott, 35 Verteidigung statt Kampfstärke. Oha. Das ist nicht viel. Was? Nein, wir haben noch weitere Einheiten. Kann der jetzt inzwischen schon erreicht werden? Das könnte sein. Vielleicht müssen wir ihn jetzt doch mal in Sicherheit bringen. Zieh mal bitte gen Süden. Oh, nee. Okay, das war nicht sehr weit. Na gut, jetzt nächste Runde. Was macht Siamesen? Was machen Sun Tzu? Sie heilen sich dort. Oha, und sie... Boah, sie flankieren uns ganz fies. Aber okay, mal gucken, wie gut wir hier die Verteidigung halten. Ich glaube, die Truppe ist auch dahin, dass die Elefanten so gut im Wald kämpfen. Ist ja erstaunlich, tatsächlich. Wir haben den nächsten Schütz verloren. So, erneut werden wir angegriffen. Können uns verteidigen. Eine Einheit geht hinfort. Ja, sehr schön. Wunderbar. Damit, denke ich mal, ist Tripolis verteidigt. Hervorragend. Hier haben wir jetzt wirklich die Hoheit gewonnen. Das Problem ist jetzt die andere Seite. Kysil kämpft. Warum sind die Römer in den Krieg mit eingetreten? Warum kämpft Kysil gegen Rom? Naja, mal sehen. Bogota braucht große Schriftsteller. Zürich keine Investoren mehr. Melbourne rückt jetzt vor gegen Antananarivo, aber die verteidigen sich natürlich brav mit ihren Kanonen. Eigentlich nehmen sie nur defensiv dort Stellung. Okay. Melbournes Triere. Oh Gott, was haben die denn für rückständige Technik dort noch? So, naja. Perapolis kann jetzt den... Sind die hier nicht vormarschiert im Süden? Doch, sie sind hier lang marschiert.
Das ist merkwürdig. Doch nicht in Richtung Düsterwacht. Vielleicht wollen sie sich hier einschiffen. Das könnte natürlich sein, um die byzantinische Pforte, von der wahrscheinlich schon überall in der Welt berichtet wird, zu umgehen. Möglich ist das. Möglich ist das. So, Perapolis kann einen Angriff durchführen. Das ist gut. Ich sehe gerade, die Stadt da oben ist auch jetzt völlig ungeschützt. Das ist natürlich bitter. Ja, das geht. Und vielleicht können jetzt die Kanonen... Nein, ich habe die Kanonen... Ich konnte sie noch nicht in Stellung bringen. Deswegen geht das nicht. Was machen wir denn jetzt? Bringen wir sie jetzt dort in Stellung, auf die Gefahr hin, dass wir von zu erledigt werden. Ja, komm. Ist einfach auch ein Bollwerk. Ist schon in Ordnung. Hier sind jetzt zwei Einheiten unten im Süden. Da müssen wir jetzt die Fregatte mal verwenden. Erledigen wir vielleicht erstmal die. Sehr schön. Und hier müssen wir gucken. Hier haben wir wieder ein bisschen an Stärke gewonnen. Ob wir uns jetzt schon mal wieder vorwagen. Ja, wisst ihr was? Doch. Wir müssen die Einheit einfach erledigen. Die Gelegenheit müssen wir nutzen. Dann sichern wir da auch unsere Kanonen ab. Sehr gut. Wir werden zwar natürlich jetzt wieder aus Muang Saluang angegriffen, aber ich denke, das werden wir aushalten. Das war jetzt schon mal sehr wichtig. So. Okay, hier können wir leider keinen erreichen. Der wäre so leichte Beute. Aber es nützt uns jetzt nichts. Die sind jetzt schon marschiert. Angriff geht natürlich nicht. Was machen wir jetzt? Wir gehen, glaube ich, hier mal einen Schritt vorwärts. Oder vielleicht sogar zwei Schritte. Ja, im Wald stehen wir, glaube ich, nicht schlecht. Gibt es irgendwo eine Gelegenheit? Der kann leider nur ein Weit schießen. Gibt es eine Gelegenheit, wie wir an denen rankommen? Ich glaube nicht. Hier beenden wir die Bewegung. Das reicht von der Reichweite nicht. Hier auch. Schade eigentlich. Na los, dann gehen wir da hin. Keine Bewegungspunkte. Die Kanone. Ja, ich bewege mich aber jetzt nicht aus der Festung raus. Das kann ich jetzt eigentlich einfach nicht machen. Wir gehen aber mit dem General einen Schritt nach vorne. Kriegt der noch seinen Bonus. Die Frage ist, ob ich mich hier hinstellen sollte. Da kommen schon andere Kanonen an. Ja, komm, wir bewegen uns mal ein bisschen vor. Wir müssen einfach unsere Waffen hier in Stellung bringen. Hilft nichts. So. Okay, das wäre jetzt erstmal das Erste. Was machst du hier? Du bist sehr, sehr wichtig jetzt. Geh mal an Land. Im nächsten Zug bist du in Düsterwacht. Das ist wichtig. Dann haben wir da auch ein bisschen Sicherheit. Okay, Zürich. So, Gelehrte, Weisheit, Osmanland. Ebenfalls Ordnung. Gott, was sind die alles für Ordnungsfetischisten? Wir haben hier eine Einheit, die befördert werden kann. Jetzt ist die Frage, machen wir wieder so Vorteilung? Oder sieht es eigentlich... Ich glaube nicht, dass sie uns jetzt unmittelbar hier killen können. Mit der Einheit sicher nicht. Außerdem steht hier noch die Armbrustschütze. Wisst ihr was? Wir werden uns hier verbessern. Und zwar mal im offenen Gelände. Und werden ein bisschen normal heilen. So. Ja, hier wurden vernichtet. Gegner, Osmanland... Siam hat das Osmanenland denunziert. Okay, die sind ja echt mutig. Der nächste Frachter ist da. Genau, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Was können wir aber bauen? Wir müssen... Wir bauen Schützen. Und Einheiten. Ja, wir machen weiter mit der Religionsverbreitung in Amsterdam. Und damit ist Amsterdam erfolgreich zum Nepismus erklärt. Mit 12 Anhängern. Und...
Ich glaube, dann kann Abu Bakr direkt auch nochmal weiterziehen. Aber wen haben wir hier? Wir haben einen holländischen Missionar. Wen missionieren die denn? Okay. Ein weiterer, ein Frachter. So, bitte nach Zürich. Geld aus Zürich wollen wir haben. Zürich wollte doch einen Handelsweg 19. Das müsste auch noch zu sichern sein. Wir brauchen jetzt so viel Geld wie möglich. Guderian soll bitte stehen bleiben. Die Kanone kann jetzt ja, glaube ich, noch gar nicht. Doch, kann die jetzt schießen? Tatsächlich, die kann jetzt schießen. Gut, prima. Auf dem Berg steht die perfekt. Sind wir eigentlich in der Lage, schon wieder aufzurüsten? Hier zum Beispiel diese Armbrustschützen können wir jetzt natürlich nicht. Aber vielleicht in der nächsten Runde auf jeden Fall. Da können wir dann auch Gatlins dort organisieren. Sehr schön. Und hier auch. Damit wir dann hier überlegen sind. Das ist gut. Wir gehen in die nächste Runde. Ins Jahr 1828? Ich weiß es nicht. So, hier ist unser Bauarbeiter, den wir eigentlich wegziehen wollten. Wisst ihr was? Wir ziehen ihn jetzt wieder hin. Die Gefahr ist etwas reduziert worden. Der Bautrupp hat gebaut. Der soll jetzt hier auch nochmal den Sumpf trockenlegen. Jetzt geht er mal in die nächste Runde. Ja, ich hoffe, du überlebst. Oh, das war aber knapp 40. Und sie kommen mit 9 Einheiten. Oh, die haben ja so viele Einheiten. Süleyman. Da wir so viel miteinander zu tun haben, ist mir nicht entgangen, dass ihr freundschaftliche Beziehungen mit den Niederlanden aufgenommen habt. Ich habe dasselbe getan. Vielleicht wird diese zeitweilige Allianz in der Zukunft zu großen Ergebnissen führen. Ja, hervorragend. Vielleicht helft ihr uns. Das Osmanland und die Niederlande sind Freunde. Ja, okay, alles klar. Dieselbe Information. Danke. Antwerpen wünscht sich Gewürze. Ja, die Kanonen sind gut gegen Städte, aber gegen Einheiten sind sie nicht wirklich stark. So. Hier verliert. Ja, Singapur hat überlebt. Okay. Auch so eine alte Triere. Was? Düsterwacht? Kann ein Feind angreifen? Was ist denn da los? Delphi. Habe ich eben Delphi gelesen? Nee, Düsterwacht. Die haben sich bewegt. Klar, logisch haben sie sich bewegt. Und zwar nah an die Stadt heran. Jetzt wird's kribbelig. Sie stoßen durch. Die Gatlin kommt aber rechtzeitig hier noch an. Sehr schön. Kann natürlich keinen Angriff mehr machen, aber Düsterwacht muss ich jetzt natürlich verteidigen. Und zwar vor allem gegen diese, weil die können die Stadt erobern. Das ist ja super wichtig. So, die Einheit müssen wir jetzt erstmal befördern. Das können wir jetzt. Haben wir auch eine Gatlin. Leider kann sie sich dadurch nicht bewegen. Aber war trotzdem wichtig. Die Fregatte, die muss jetzt hier Schaden machen. Kann sie von hier dahin schießen? Boah, die haben hier geplündert und gebrandschatzt. Wie gemein. Die könnten wir erledigen. Ich glaube, das machen wir lieber. Auch wenn die jetzt noch ein bisschen weit entfernt sind, ist das wichtig. Was? Die hat überlebt? Nein! Wie fatal ist das denn? Oh mein Gott. Naja. So, die müssen wir erstmal aufbauen. Die sind jetzt hier komplett abgezogen. Dann werden wir uns bewegen und ihn in den Rücken schießen. Haha, damit rechnen sie nicht. Hervorragend. Ja, ist die Frage. Ich möchte meine Schützen hier nicht ausbewegen. Das ist das Problem. Ich könnte die natürlich jetzt killen, aber dann stehen sie da und sind natürlich auch wieder sehr angreifbar. So, mit den Gatlins bewegen wir uns aber jetzt raus, weil hier einfach die Gefahr nicht mehr so groß ist. Hier gehen wir ein Stück weiter. Hier hin. Und da haben sie sich zurückgezogen.
können wir sie, glaube ich, nicht angreifen. Dann laufen wir ihnen einfach mal hinterher. Das müssen wir jetzt absichern, dass sie nicht da auch noch durchstoßen. So, was macht unsere Fregatte? Oh, die muss aber dringend jetzt mal in Sicherheit gebracht werden. Hier kommt in zwei Runden Gott sei Dank die nächste Gatlin. Ganz wichtig. Und hier, leider ist keine Einheit in Reichweite, wie mir scheint. Nein. Wir lassen sie aber trotzdem mal da oben stehen. Da steht sie eigentlich ganz gut. So, sie ist jetzt... Der arme Arbeiter ist schon wieder in Gefahr. Ach, aber komm. Bau mal weiter an der Mine. Was haben wir hier? Glauben, wir können wieder... Einen General brauchen wir nicht. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Was kann uns in dieser Situation helfen? 504 Glauben? Nee, reicht aber nicht für einen großen Mann, oder? Das würde mich jetzt sehr stark wundern. Gucken wir mal kurz. Nee, nur Inquisitor und Missionar. Das ist jetzt was, was wir nicht benötigen. So, Wellington. Wir sind nicht mehr verbündet, das ist nicht wichtig. Aber wir haben nur noch eine Zufriedenheit. Das ist ein Problem. Zürich ist froh. Die möchten Gewürze. Hier. Und Gegner gesichtet. So, lasst uns mal mit den Osmanen sprechen. Vielleicht können die uns auch noch irgendwie helfen. Allerdings sind die natürlich extrem weit weg. Selamlar. Krieg. Krieg gegen Siam. Eisen und Kupfer. Nee, das geht leider gar nicht. Weil wir das Kupfer brauchen dringend. Sonst sind unsere Leute sehr, sehr unzufrieden. Das darf nicht sein. So, Sumpf trocken liegen. Und Abu Bakr, wo kommt er jetzt hin? Nach Utrecht? Tja, wenn man wüsste, wo jetzt... Wo irgendwie Druck kommt. Von wo Druck ausgeht. Sieht man hier nicht. Ja, komm, wir gehen nach Utrecht. Ist jetzt das Naheliegendste. Du kannst bitte mal... Ah, nee, da, doch. Doch. Eine siamesische Karawelle, tatsächlich. In der Nähe von Delphi. Aber Delphi kann nicht schießen. Ist noch zu weit weg. Dann gehen wir ein bisschen von ab. Wo ist denn unsere andere Fregatte eigentlich? Die ist hier erst. Das dauert seine Zeit. So, Einheiten benötigt Befehle. Dann, du hast hier den Sumpf ausgetrocknet. Ja, was machen wir denn hier? Hier auch noch. Ich glaube, ein Bauernhof hier auch noch wäre doof. Wir bauen mal ein paar Handelsposten. Hier ist gebaut worden. Gibt es noch was, was wir hier tun können? Wie mir scheint, nicht. Dann bereiten wir mal das vor, was wir schon immer machen wollten. Ich weiß gar nicht, kann man Befestigung außerhalb des eigenen Gebietes bauen? Versuchen wir es einfach mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das war ja noch so ein Ding, was offen war. So, die Kanone soll da bitte stehen bleiben. Und was haben wir noch? Die Schützen. Ja, da traue ich mich hier nicht raus. Die soll bitte auch in Bereitschaft bleiben. Die Fregatte unbedingt ausheilen. Und die Kanone kann auch nicht schießen. Auch in Bereitschaft. Und wir gehen noch einmal in die nächste Runde. Wir wollen sehen, was die Siamesen jetzt anstellen. Nein, wir wollen erstmal noch Einheiten finden. Die schicken wir jetzt auch mal nach Hause. Und zwar auf einem vorsichtigen Weg. Erstmal hier oben hin. Und dann überlegen wir weiter. Robert Lee. Ja, Robert Lee, bleibt bitte dort stehen. In Düsterwacht. Bei der Gatlin, die jetzt wichtig ist für die Verteidigung. So, Düsterwacht. Haha, er will Frieden. Es ist sinnlos, diesen Konflikt noch weiterzuführen. Lasst uns wieder Frieden schließen. Und bietet Lampang uns an. Wenn ich das richtig sehe. Aber das lehnen wir ab. So billig lassen wir ihn nicht davonkommen. Vergiss es. Wir stehen gut
Und er bringt wieder sehr schön Einheiten. War das so klug? Wir fühlten uns hier so sicher. Aber immerhin zieht er zurück. Düsterwacht. Ja, jetzt wird hier ein bisschen geplündert. Ja, komm, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Die sind auch schon wieder tot. Komm, das kriegen wir doch hin. Puh. Heikel, 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 Leute. Okay. Ja, hier wird noch weiter gekämpft. Die wagen sich jetzt hier in das Gebiet von Antananarivo. Aber ansonsten passiert scheinbar nichts weiter. Okay. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, ich habe in eurem Sinne gehandelt, dass wir hier keinen Frieden abgeschlossen haben. Also, das muss hier andere Auswirkungen, andere Konsequenzen haben. Liebe Freunde, wir beenden erstmal wieder diese Staffel. Die Sache ist noch nicht entschieden. Es wird, glaube ich, noch ein hartes Stück Arbeit, hier diesen Gegner zu besiegen. Aber es ist nicht hoffnungslos. Es ist nicht hoffnungslos. Wir kriegen das, glaube ich, hin. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob an dieser Stelle eigentlich eine Abschnittung notwendig ist, sich lohnt oder ob es nicht eher alles Micromanagement-Sachen sind, kleine Dinge sind. Falls euch grundsätzliche Dinge einfallen, über die man jetzt wirklich reden müsste, über die man abstimmen müsste, dann bringt es doch hier wieder unter dieses Video in die Kommentare. Es kann sein, dass ich der Meinung bin, in Kriegszeiten wird diese Pseudodemokratie, die wir haben, ausgesetzt. Da herrscht das Kriegsrecht und der Dopiarch entscheidet allein. Dann machen wir keine Abstimmung. Wenn aber Wesentliches hier auf den Tisch kommt, dann gibt es nochmal eine Abstimmung. Ansonsten sehen wir uns dann wieder in der nächsten Staffel. Ich freue mich drauf. Es bleibt spannend, Leute. Es bleibt spannend. Bis dann, macht's gut. Euer Steinbein.